Jetzt kommt das Stück, wo... Jetzt machen wir richtig Klein Kung Fang. Genau, jetzt geht's eigentlich los. Das war die Stelle im Programm in den Fußgängerzonen, wo die Leute angefangen haben, das Pflaster aus dem Boden zu reißen. Und die konnten sich gerade noch so bändigen, dass sie am Ende irgendwie einen Chor mitsingen, der in diesem Lied vorkommt. Zu einem echten Kleinkunst-Punk-Stück braucht man als allererstes einen Akkordeonspieler mit einem blauen Iro. Okay. Als zweites eine hörsturzresistente Schlagzeugerin mit einem Doppel-Iro. Als drittes einen Tinnitus-unverdächtigen Bassisten mit einer Taucherbrille. Dann den Gitarristen, der 20 Jahre seines Lebens nichts anderes gemacht hat, als die drei Akkorde rauf und runter an allen Geschwindigkeiten gespielt hat und jetzt auch zwei Zöpfe dazu tragen kann. Alles gleichzeitig, gleich beim Spielen werdet ihr sehen. Zwei Sänger, ein Sänger und eine Sängerin. Ein Sänger, dem nichts peinlich ist. Eine Sängerin, dem auch der Sänger nicht peinlich ist, besonders. Und wir haben uns was ganz Besonderes ausgedacht. Die Stadt Freiburg hat dann doch ein bisschen Geld rausgetan. Das war ganz schön. So konnten wir noch unsere Punk-Biografie dazu stellen. Hier unsere Punkomaten auf der rechten Seite, die den Song visuell begleiten. Okay, dort könnt ihr wie gesagt den Song jetzt irgendwie euch optisch angucken. Und der Song geht so. Ich hab gar nicht viel zu sagen, ich hab Fragen ohne Ende. Bin ich alt geworden oder was ist los? Hab ich was vergessen, bin ich Lügen aufgesessen oder warum ist mein Hass so groß? Ich hab mich wieder mal verloren im Tumult der Zeit. Das hatte richtig Dampf. Weiter! Okay, ihr habt gemerkt, irgendwas fehlte, ne? Habt ihr gemerkt, was fehlt? Power. Weiter geht's. Power, ja. Power. Das auch. Power ist richtig, ja, die was Power. Was noch? Togo. Berge? Berge! Genau, an der Stelle, wo Zeit kommt, müsst ihr die Berge machen. Hast du völlig recht. Zeit! So, wenn ihr könnt, könnt ihr es noch mitrufen. Im Tumult der Zeit! Es geht allerdings jetzt ein bisschen schneller ab, weil wir wollen das natürlich mit mehr Power machen. Okay. Ich hab gar nicht viel zu sagen, ich hab Fragen ohne Ende. Bin ich alt geworden oder was ist los? Hab ich was vergessen, bin ich Lügen aufgesessen oder warum ist mein Hass so groß? Ich hab mich wieder mal verloren im Tumult der Zeit. Aber die Berge sind ja auch blöd. 1 Euro die Stunde mache ich das. Am Tag. Du kannst auch Unkraut jeden für 50 Cent die Stunde versuchen. Das ist der privilegierte Job. Ja, warte. Schneller! Wir haben gesagt, wir sollen jetzt hier nicht vor Szene spielen, das klappt nicht, das ist scheiße. Die Leute in den Fußgängerzonen, ey, das war Tumult am. Es war wirklich gut. Wir hatten immer so 500, 600 Leute um uns rum, das Eieiei, die Berge, alle war da plötzlich. Wir sind ohne Ende. Wenn euch keiner hört, könnt ihr nichts verändern, verdammt. Wir machen den Song, wir geben uns jetzt Mühe und wir machen ihn unter 30 Sekunden und ihr macht die Berge das ein. Zusammen sind wir stark. Ja. Bei Tumult Luft holen. Und dann Eieiei. Notfalls auch ohne die Berge. Genau. Ich finde aber schön, wenigstens hier sind ein paar Berge. Vielleicht ein kleiner Hügel. Werden das schon mit Bergen? Na gut. Okay? Ja, gut. Ich hab gar nicht viel zu sagen, ich hab Fragen ohne Ende. Bin ich alt geworden oder was ist so? Hab ich was vergessen, bin ich Lügen aufgesessen? Oder warum ist mein Herz so groß? Ich hab mich wieder mal verloren. Im Tumult der Zeit. Weil ihr bestimmt hat niemand eine Stoppuhr dabei, ne? mit so Hundertstel und so. Hat jemand eine Stoppuhr mit Hundertstel dabei, nur zum Stoppen? Handy oder irgendwas? Wir würden nämlich gerne für Freiburg den Highscore knacken, der liegt bei 13,46 Sekunden. Wie bitte? Nee, 13,84. Ah, Punkrock hat Stoppuhr, sehr schön. Und der, ja, okay.
wir haben auch schlechte Erfahrungen mit Stoppen unter Alkoholeinfluss, aber das glaube ich nicht. Nee, das machen wir. Wir stoppen mehrere und wir nehmen den Mittelwert. Okay. Aber hier hat wahrscheinlich nur einer eine Stoppen. Nee. Doch. Nehmen wir einen Mittelwert davon. Sag ihm doch nochmal, wann er anfangen soll. Ja, natürlich. Wenn Hanna die Stick zusammen klopft, beim vierten Mal fängst du es an und bei aus ist aus. Und wenn du willst, brauchst du die Berge auch nicht mitmachen. Wir werden nicht schon. Das könnte nämlich knapp werden. Okay. Here we go. Ich habe gerade bitte sagen, ihr habt Angst vor der Hände, wenn ich angeboren oder was ist los? Ich habe gerade vergessen, wenn ich mich angeboren habe, dann war er tot. Ich habe mich wieder mal verloren. Fixer. Was? Okay, schnell. Ganz und sagt, aus!